Mein Name ist Karl-Heinz Jeron, ich bin ein Berliner Künstler. Bei Fotolia sieht man meine Hermes-Oper. Dabei geht es um Telefongespräche, die von Robotern gesungen werden. Vor Jahren ärgerte ich mich im ICE über notorische Handy-Telefonierer. Irgendwann hatte ich einfach mal den Geistesblitz, dass ich die Gespräche ja mitschreiben könnte. Diese Texte, die habe ich zu einem Libretto verarbeitet und letztlich dann mit singenden Robotern aufgeführt. Der Chor beginnt die Aufführung, singt Hallo, Hallo, hörst du mich? Ich verstehe dich nicht. Neben diesen ganzen Banalitäten, wo bist du, ich sitze im Zug, sind es halt dann teilweise wirklich sehr präzise Schilderungen, was gerade im Privatleben einfach der entsprechenden Person passiert. Also Zitat wäre zum Beispiel, ich will nicht so eine Abreagiertante aus dem Internet sein, aber das bin ich irgendwie. Wenn man mitschreibt, bedeutet das ja, dass man immer nur einen Gesprächsteilnehmer zu hören bekommt, was ja eigentlich oft ja auch das Nervige ist. Und ich habe eben aus diesen unterschiedlichen Monologen habe ich angefangen, eben Dialoge rauszuarbeiten. Diese Dialoge werden eben dann von den zwei Sängern, die Roboter sind, gesungen. Wir haben ja jetzt hier im Fotolia Lab die erste Oper, also keine klassische Ausstellung mehr. Und das Fotolia-Team wurde mit involviert, indem Karl-Heinz Jeron uns eine Wortliste gegeben hat mit Schlagworten, die aus dem Libretto stammen, und wir haben dann diese Bilder selektiert, aus denen dann wiederum die Hintergrundprojektion für die Oper erstellt wurde. Die Ausstellung, die war auf dem European Media Arts Festival, die war auf der Liverpool Biennale und zieht weiter jetzt nach Prag.